So, Harald, freut mich, dass ich dir ein paar Fragen stellen kann, dich interviewen darf. Zum Thema Liebe und Partnerschaft. Was ist dir da aufgefallen? Welche Menschen kommen zu dir zu diesem Thema? Und wann sind Menschen besonders glücklich? Nehmen vielleicht das Mikro selbst. Ne? Ja. Also zunächst ist interessant, die Leute, die zu mir kommen, die haben meistens Probleme. Mhm. Oder sie brauchen Informationen, weil sie denken, es läuft nichts in ihrem Leben. Auch bezogen auf Partnerschaft ist das natürlich so. Ganz erstaunlich ist für mich die Feststellung, dass die meisten Menschen davon ausgehen, eine Partnerschaft zu haben, ist irgendwie wichtig, um das Leben rund zu machen. Mhm. Es ist so, als ob der Begriff Partnerschaft wie ein Selbstzweck hat. Ohne Partnerschaft kein gutes Leben, einfach ausgedrückt. Und wenn ich dann frage, wieso genau sie so sehr sich eine Partnerschaft wünschen, dann kommt eigentlich kaum eine Antwort. Die meisten sagen, es ist wichtig, man braucht es, ohne Partnerschaft ist das Leben nicht gut. Und wenn ich dann sage, ja, aber mit der Partnerschaft beginnt auf einen Schlag eine Menge Probleme. Zum Beispiel in dem Moment, wo ich eine Partnerschaft habe und mit jemandem zusammenwohne, dann kann ich nicht mehr entscheiden, wie ich mich einrichte, wie ich mich kleide ohne Diskussion. Den Freundeskreis kann ich nicht frei auswählen, mein Geld muss ich teilen, meine Zeit muss ich teilen, muss mir Dinge anhören, die ich gar nicht hören will, muss mich abstimmen im Urlaub. Im Grunde genommen habe ich auf einen Schlag eine Menge Probleme und viel Freiheitsverlust. Da muss man sich noch mal fragen, welcher vernünftige Mensch würde sowas als erstrebenswert sehen? Ne? Und wenn ich das dann so formuliere, dann gucken sie mich mit großen Augen an und sagen, ja, aber darum geht es doch gar nicht, es geht doch um Liebe. Das mag schon sein, aber trotzdem ist es so, der Mensch aus meiner Sicht ist ein energetisches Wesen. Wir brauchen Energie eigentlich für alles. Wir brauchen Energie, um gesund zu bleiben, um Geld zu verdienen, um eine Ausstrahlung zu haben, um andere Menschen anzuziehen. Für alles brauchen wir Energie. Und wenn wir jetzt eine Partnerschaft haben, die uns so viel Energie raubt durch all diese Kompromisse, die wir machen müssen, dann kann die in sich nicht einfach gut sein als Selbstzweck. Mhm. Also auf jeden Fall glaube ich, wenn es um eine Partnerschaft geht, die langfristig gut sein soll, dann ist es wichtig, dass die Partnerschaft mehr Energien uns gibt, uns mehr Lebensqualität gibt, als sie uns nimmt. Sonst ist es nicht gut. Und wenn ich jetzt mal so beobachte, die Menschen, die zu mir kommen, also nicht nur zu persönlichen Gesprächen, auch jetzt zu Vorträgen oder Seminaren, und ich mache ja sehr viele überall, und zwar weltweit, also nicht nur jetzt im deutschen Sprachraum, dann fällt mir auf, dass die meisten dieses Problem gar nicht im Griff haben. Mit Problem meine ich jetzt, die meisten verlieren in der Partnerschaft viel Energie und nicht immer kommt so viel zurück, dass das ausgeglichen wird. Das heißt, viele beginnen irgendwo so ein bisschen zu leiden in der Partnerschaft. Mhm. Aber das wollte ich eigentlich nochmal vorausschicken, dass es vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist, davon auszugehen, dass eine Partnerschaft in sich schon mal gut ist als Selbstzweck. Ich glaube schon, dass die meisten eine Partnerschaft suchen. Aber die Idee dahinter, also warum es denn vielleicht erstrebenswert wäre, eine zu haben, die Frage nach der Idee wird gar nie gestellt, weil wir so in unserer Gesellschaft einfach die Information haben, das Leben läuft so ab, Ausbildung, Beruf, Partnerschaft, Kinder, Erntephase mit 60, gemütlich vor sich hinsterben und dann gehen. Mhm. Und das wird nie grundsätzlich hinterfragt. Jetzt ist mir aufgefallen, viele, die zu mir kommen, sagen, ja, ich habe meinen Partner aus Liebe geheiratet oder halt aufgenommen in mein Leben. Und wenn ich dann frage, was sie denn genau darunter verstehen, dann sagen sie Folgendes. Ich glaube, dass ich meinen Partner liebe, weil er kümmert sich um mich. Er ist verlässlich, zumindest war das mal so. Er kümmert sich um mich, er ist verlässlich, er sorgt sich, er ist da, wenn ich Probleme habe. Er hält schützend die Hand über mich, wenn ich nicht mehr weiß, wo es lang geht, und inspiriert mich. Im Grunde genommen ist die Liebe begründet durch das, was man von dem anderen bekommt. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, weil in dem Moment, wo nämlich der andere mir dann das aber nicht mehr gibt, mhm, was ich gerne von ihm hätte, ist oftmals die Liebe vorbei und stattdessen ist Wut und Argwohn. Und ich habe mich natürlich oft gefragt, woher das wohl kommt, diese Einstellung. Weil Liebe kann ja nicht sein, ich liebe dich, wenn du mir das und das gibst. Liebe ist ja etwas, was man dem anderen liebt, weil er ist, wie er ist, nicht weil er etwas gibt. Ich glaube, dass diese Einstellung kommt durch die Art und Weise, wie wir ins Leben kommen. Nämlich, wir werden gezeugt und sitzen dann 9 Monate im Mutterleib. Dann fliegen wir raus. Ist die Zeit in der Gebärmutter, ist natürlich toll. Dort sind wir behütet, wir sind beschützt.
Wir müssen uns um nichts kümmern, wir werden beatmet, ernährt, alles ist bestens. Wir haben es kuschelig, warm, weich und können aus sicherer Distanz alles beobachten. Dann fliegen wir raus und plötzlich ist alles anders. Wir müssen selber atmen, wir müssen uns ums Leben kümmern, wir müssen irgendwo für Nahrung sorgen und plötzlich ist dieses Paradies verschwunden. Wir werden hineingeworfen, eine feindliche, kalte, unangenehme Welt, haben aber die Erinnerung an dieses Paradies und das wollen wir wieder haben. Jetzt glaube ich, um es ein bisschen frech zu formulieren, die meisten Menschen suchen einen Partner als Gebärmutterersatz. Sie suchen, damit der Partner kommt und ihnen all das gibt, was sie vorher mal hatten und was sie glauben, alleine nicht haben zu können. Und dass ich recht habe, das kann man daran sehen, die meisten, die zu mir kommen, um jetzt ein Partnerschaftsgespräch zu führen, die werfen dem Partner all das vor, was er nicht mehr gibt. Er hört nicht mehr zu, er ist nicht mehr da, er liebt andere auch. Ihm wird all das vorgeworfen, was man nicht mehr bekommt und das hat mit Liebe nichts zu tun. Weil wenn ich etwas liebe, dann muss mir eigentlich daran liegen, dass es ihm gut geht. Aber in den meisten Partnerschaften ist es nicht so, sondern ich liebe den anderen für das, was er mir gibt. Und solange er das tut, finde ich es gut. Und wenn nicht, dann habe ich ein Problem mit ihm. Und so glaube ich, ist eine wirklich gute Partnerschaft gar nicht möglich. Um es mal anders auszudrücken, ich glaube sogar, wenn eine Partnerschaft gut sein soll, dann darf ich den anderen gar nicht brauchen. Eigentlich muss ich sagen können, ich liebe dich, aber ich brauche dich nicht. Und in der jetzigen Zeit, wenn man das zu jemandem sagt, ich liebe dich, aber ich brauche dich nicht, kommt überhaupt nicht gut an. Der andere will nämlich gebraucht werden, weil nur dann kann er sicher sein, ich bleibe bei ihm. Das ist das Verzwickte. Also um es kurz zu machen, ich glaube, dass viele Partnerschaften von Anfang an auf ganz wackeligen Beinen stehen, weil sie nicht eingegangen werden, weil man den anderen liebt für das, was er ist, sondern für das, was er tut. Solange ich also glaube, jemanden zu brauchen, bin ich nicht partnerschaftsfähig. Und jetzt in meinen Seminaren versuche ich halt zu zeigen, wie es möglich ist, in eine innere Selbstständigkeit zu kommen und gleichzeitig liebesfähig zu werden. Liebesfähig im Sinne von, dass ich mir die Mühe mache, in einen anderen Menschen einzutauchen, ihn zu verstehen, zu begreifen, so wie er ist. Dankeschön. Danke fürs Gespräch, Harald. Danke, war sehr interessant. Danke.